Hallo, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mein Name ist Wendelin Bitzan. Ich bin Musiker und Musikforscher sowie Dozent für Musiktheorie und Gehörbildung an der Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf. Ich danke dem Vorstand der EBTA Deutschland für die Einladung zu ihrem diesjährigen Seminar und freue mich, in meinem Videovortrag einige Erfahrungen aus der virtuellen Lehre der letzten Semester mit euch und Ihnen zu teilen. In den Gehörbildungsunterricht an Hochschulen wird häufig auch interaktives Musizieren in irgendeiner Form einbezogen. Praktische Fertigkeiten können etwa mit Hilfe von Aufgabentypen wie Blattsingen und Blattspielen, Nachsingen und Nachspielen oder Spielen aus dem Gedächtnis in den Gruppenunterricht einfließen und im Rahmen einer systematischen Hörschulung kultiviert werden. Seit Beginn der Corona-Pandemie hat sich der Unterricht allerdings fast vollständig ins Netz verlagert und wird zumeist in Videokonferenzen erteilt, gelegentlich auch unterstützt durch Web-Tutorials und andere asynchrone E-Learning-Angebote. Dabei stellt sich die Frage, ob und auf welche Weise das interaktive Musizieren, das in der Präsenzlehre bereits etabliert ist, auch im Online-Unterricht realisiert werden kann. Im Folgenden möchte ich einige Möglichkeiten skizzieren, wie virtuelles Musizieren in der digitalen Lehre eingesetzt werden kann, beispielsweise über ein MIDI-Keyboard, geteilten Computerton oder eine kollaborative On-Screen-Klaviatur. Ein Grundproblem im Online-Musikunterricht ist, dass aufgrund der Latenz bei der Tonübertragung über die gängigen Videocall-Plattformen nicht synchron musiziert werden kann. Dies kann im Instrumentalunterricht kompensiert werden, indem beispielsweise Tonaufnahmen oder Videos zwischen Lehrpersonen und der Lerngruppe ausgetauscht werden. Die synchrone Live-Unterrichtssituation muss also durch eine asynchrone, zeitlich versetzte Wiedergabe und Beurteilung ersetzt werden. Auch im Gehörbildungsunterricht macht sich dieses Manko bemerkbar. Aufgabentypen, bei denen aktives Musizieren in der Gruppe involviert ist, etwa Blattsingen, Nachsingen oder Nachspielen, müssen weitgehend entfallen. Allenfalls können diese durch eine Wiedergabe durch einzelne Personen ersetzt werden, was aber nicht immer praktikabel oder erwünscht ist. Nicht alle Lernenden singen gern solistisch ins Mikrofon. Der Online-Gruppenunterricht in Gehörbildung verläuft typischerweise so, dass die Lernenden über weite Strecken ihre Mikrofone ausgeschaltet haben. Notationsübungen in der Gruppe lassen sich so problemlos durchführen und kontrollieren. Für die Bearbeitung von Musizieraufgaben ist man aber auf Stillarbeitsphasen angewiesen, während derer die Lerngruppe sich mit einer Prima Vista-Übung oder dem Nachsingen eines mehrmals präsentierten Beispiels beschäftigt. Anschließend kann ein Kontrolldurchgang mit der Gruppe folgen, bei dem die weiterhin stumm geschalteten Lernenden mit der Lehrperson mitsingen oder mitspielen. Dabei ist aber keine direkte Überprüfung der Ergebnisse möglich. Die Lernenden können zwar anschließend gebeten werden, ihr Mikrofon einzuschalten und das Beispiel solistisch vorzutragen, dies sollte aber nach meiner Auffassung freiwillig sein und nicht verpflichtend gemacht werden. Durch den Umstand bedingt, dass in einem Videocall immer nur eine Person den Bildschirm oder ein Tonsignal teilen kann, werden die Möglichkeiten für das gleichzeitige Wiedergeben von Aufnahmen stark eingeschränkt. Auch kammermusikalische Hörübungen sind kaum möglich, etwa in der Form, dass zwei oder drei Lernende gemeinsam jeweils eine Stimme eines mehrstimmigen Satzes spielen und während mehrerer Wiederholungen die übrigen Stimmen hören und notieren. Später werde ich zwei verschiedene Setups skizzieren, wie derartige Aufgaben trotzdem ermöglicht werden können, nämlich durch den Einsatz zusätzlicher Software außerhalb eines Videocalls. Was immerhin möglich ist, sind verschiedene Varianten des synchronen Musizierens zur Musik, die im Online-Unterricht vorgespielt oder wiedergegeben wird. Eine lernende Person kann über ihr Mikrofon zu einer von der Lehrperson abgespielten Aufnahme mitsingen oder mitspielen. Alternativ kann die lernende Person selbst ihr Tonsignal teilen, eine zuvor bereitgestellte Audiodatei abspielen und dazu auf einem MIDI-Instrument singen oder spielen. Mehrere simultane Wiedergaben durch verschiedene Personen in einem Videocall sind in der Regel aber nicht möglich.
Zur Veranschaulichung von klavierpraktischen Übungen kann die Lehrperson ein MIDI-Instrument zur Steuerung eines Notationsprogramms oder einer virtuellen Klaviatur im Browser verwenden, sodass die Lernenden den Klang nicht nur hören, sondern zugleich auch die Tasten sehen können. In den meisten Notationsprogrammen kann eine Bildschirmklaviatur eingeblendet werden, hier etwa in Sibelius. Auf diese Weise sind Kameraschwenks auf die tatsächlich gespielten Klaviertasten oder der Betrieb einer zweiten Kamera entbehrlich. Als ersten Anwendungsfall möchte ich demonstrieren, wie eine Hör- und Musizierübung mit Hilfe eines interaktiven Online-Tutorials durchgeführt werden kann. Auf der Wiki-basierten Plattform LMU können mit überschaubarem Programmieraufwand Aufgaben und Unterrichtssequenzen erstellt werden. Diese eignen sich sowohl für den synchronen Einsatz im Unterricht, können aber auch für Blended Learning und ausgelagerte Übungen, bei denen die Lerngruppe selbstständig arbeitet, eingesetzt werden. Auf Grundlage eines kurzen Kanons von Ulrich Kaiser habe ich die folgende Übung erstellt, auf die die Lernenden in der Unterrichtssituation zugreifen können, indem sie das Tutorial individuell in ihren Browserfenstern laden. Hier soll die als Notentext gegebene Melodielinie von der Lerngruppe zunächst selbstständig erarbeitet und mehrmals gesungen werden, bis sie memoriert ist. Da 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 da. Anschließend können die Lernenden sich durch Wiedergabe des Audiobeispiels selbst überprüfen. Alternativ folgt ein Kontrolldurchgang gemeinsam mit der Lehrperson. Dann beginnt die eigentliche Musizierübung. In mehreren Durchläufen werden verschiedene Varianten der mehrstimmigen Wiedergabe des Kanons erprobt. Folgende Darbietungsformen sind möglich. Erstens, Zweistimmigkeit im Unterricht. Die Lehrperson singt oder spielt die erste Stimme, die stumm geschaltete Lerngruppe setzt später ein und singt die zweite oder dritte Stimme oder mit vertauschten Rollen. Bei einem Kontrolldurchgang singt und spielt die Lehrperson beide Stimmen, während die Lernenden eine davon mitsingen. Da, da. Zweitens, ebenfalls zweistimmig im Unterricht. Die Lehrperson singt oder spielt die erste Stimme. Ein Mitglied der Lerngruppe nimmt dazu die später einsetzende zweite oder dritte Stimme auf. Anschließend wird die Aufnahme gemeinsam mit der Gruppe angehört. Drittens, Zweistimmigkeit beim selbstständigen Lernen. Die erste Stimme wird im Browser abgespielt. Die lernende Person singt dazu die zweite oder dritte Stimme oder umgekehrt. Zur Kontrolle können anschließend beide Stimmen im Oktavabstand auf einem Tasteninstrument gespielt werden. Viertens, Dreistimmigkeit im Unterricht. Die Lehrperson singt die erste und spielt die zweite Stimme. Die stumm geschaltete Lerngruppe singt die dritte Stimme oder in beliebigen anderen Aufteilungen. Die Lernenden sollten zwischen einer führenden und einer folgenden Stimme abwechseln. Fünftens, dreistimmig beim selbstständigen Lernen. Dies ist die schwierigste Variante. Die erste Stimme wird im Browser abgespielt, die zweite Stimme wird von der lernenden Person gesungen, die dritte gespielt. Da, da. Die Lehrperson sollte beim nächsten Unterrichtstermin darauf hinweisen, dass das gleiche Klangergebnis durch stetiges Wiederholen ein und derselben Phrase in allen drei Stimmen erzielt werden kann. Beim simultanen Zuhören, Singen und Spielen des Kanons sollten gezielt die entstehenden Zusammenklänge wahrgenommen werden.
Nach einigen Musizierdurchgängen werden die in der Melodielinie enthaltenen Schlusswendungen, die auf unterschiedliche Weise den Grundton G erreichen, benannt und als Tenorklausel, Diskantklausel und Bassklausel identifiziert. Im Tutorial kann durch einen Klick auf den Button Auflösen eine Veranschaulichung der drei Klauseln angezeigt werden. Online-Tutorials ermöglichen bereits ein virtuelles, mehrstimmiges Musizieren im Unterricht. Nun möchte ich noch einen Workaround vorstellen, wie tatsächlich eine kollaborative, simultane Wiedergabe ermöglicht werden kann, wenn auch mit rein artifiziellen Klavierklängen. Das Chrome Music Lab ist eine Sammlung von browserbasierten Applikationen zum Musizieren und Musiklernen. Es enthält die Anwendung Shared Piano, mit der bis zu 10 verschiedene Personen gemeinsam musizieren können. Ähnlich wie bei geteilten Dokumenten erfolgt der Zugriff über einen gemeinsamen Link, den die Personen jeweils auf ihrem Computer aufrufen und so parallel zum Videocall auf einen gemeinsamen Musizierraum zugreifen können. Es ist also nicht notwendig, außerdem den Bildschirm oder das Tonsignal zu teilen. Sobald sich die Lernenden in den Raum einwählen, sind links unten verschiedene Avatare in Gestalt von Tierköpfen zu sehen. Wenn auf der virtuellen Klaviatur Tasten gedrückt werden, wird durch den jeweiligen Avatar signalisiert, wer gerade was spielt. Auf diese Weise ist ein nahezu latenzfreies Musizieren möglich, bei dem alle alles hören und sehen, was gespielt wird. Shared Piano ist am bequemsten mit einem MIDI-Keyboard zu verwenden. Das Tool lässt sich aber auch mit Hilfe der Maus oder der Computertastatur bedienen, wenn auch ein wenig umständlicher. Es ist aber durchaus möglich, übersichtliche Melodien oder Basslinien auf den Buchstabentasten zu spielen, wobei die weißen Tasten auf der zweiten Buchstabenreihe zu finden sind. A, S, D, F, G und so weiter. Und die schwarzen Tasten sind passend darüber angeordnet. W, E, T und so weiter. Den Einsatz von Shared Piano im Gehörbildungsunterricht möchte ich nun an einem Beispiel illustrieren. Es soll eine kurze zweistimmige Phrase aus einer Messe von Josquin des Prez nach dem Gehör wiedergegeben werden. Es handelt sich um den Beginn des Kyrie aus der Missa La Sol Fa Re Mi. Die Erarbeitung erfolgt in mehreren Schritten. Erstens. Zunächst werden mehrere Durchgänge einer Tonaufnahme des Musikbeispiels präsentiert. Die stumm gestalteten Lernenden verfolgen beide Stimmen im Wechsel und verschaffen sich Klarheit über die Rhythmik und Intervallstruktur. Anschließend spielt die Lehrperson einige Male zunächst die Oberstimme, dann die Unterstimme zur Aufnahme mit, während die Lerngruppe die jeweilige Stimme singt. Hierfür empfiehlt sich die Wiedergabe auf einem separat gesteuerten MIDI-Instrument im Hintergrund, deren Anschläge nicht auf dem Shared Piano zu sehen sind. Die MIDI-Funktion des Tools kann zu diesem Zweck deaktiviert werden oder es wird ein anderer Musizierraum in einem separaten Browserfenster aufgerufen. Drittens. Dann spielen die Lernenden gemeinsam die Oberstimme auf der virtuellen Klaviatur, während die Lehrperson die Unterstimme hinzufügt. Nach zwei oder drei Durchgängen werden die Stimmen getauscht. Zur rhythmischen Koordination wird eingezählt oder ein Grundschlag in der anderen Hand mitgespielt. Während der Wiedergabe können sich die Lernenden eventuell korrigieren, indem sie die Anschläge der anderen Personen über deren Avatare verfolgen. Viertens. Im nächsten Schritt werden die Lernenden in zwei Gruppen eingeteilt. Eine Gruppe spielt die Oberstimme, die andere die Unterstimme zur Tonaufnahme mit, während die Lehrperson pausiert. Dies wird so lange wiederholt, bis die Wiedergabe fehlerfrei glückt. Fünftens. Dann spielen die Lernenden beide Stimmen in den gleichen oder vertauschten Gruppen ohne mitlaufende Tonaufnahme. Die Lehrperson gibt nur ein Metrum an oder hält sich ganz heraus.
Lernende, die sich nun zutrauen, beide Stimmen zugleich mitzuspielen, können dies tun. Abschließend können verschiedene Kombinationen von Singen und Spielen mit oder ohne mitlaufende Aufnahme erprobt werden. Da, da. Gelungene Wiedergaben können über den im Shared Piano enthaltenen vertikalen Scrollbalken zurückgespult, erneut angehört, auf einer separaten Seite abgespeichert oder mit Hilfe einer Audio-Workstation gemeinsam mit dem Playback aufgenommen werden. Auf diese Weise kann ein kreativer und interaktiver Umgang mit dem Musikbeispiel erzielt werden, indem die Hörwahrnehmung sowohl von der Reproduktion getrennt als auch gezielt mit der singenden und spielenden Wiedergabe kombiniert wird. Mithilfe der vorgestellten Tools können in der Online-Lehre alle Darbietungsvarianten eingesetzt werden, die auch im Präsenzunterricht möglich sind. Damit bedanke ich mich fürs Zuhören und bin gespannt auf Fragen und Anmerkungen, die Sie gern auch per E-Mail an mich richten können. Einen schönen Tag!